Sie, liebe Zuschauer, A, ein Musikfreund sind und B, auf Synthie-Pop stehen, dann kommen Sie jetzt garantiert voll auf Ihre Kosten. Gute Musik muss nicht immer aus Amerika kommen, nein, die kann auch aus dem Vogtland kommen. Live bei 1A, Blackstar mit dem neuesten Titel Like an Eagle. Ich hatte es versprochen, wir treffen uns mit Black Star noch zu einem kleinen Schwätzchen, zu einem kleinen Talk. Das, was wir vorhin gehört haben, also mir hat es gut gefallen. Wie sieht's aus? Schreibt ihr die Texte? A, die Texte und B, die Musik dazu auch selbst? Ja, das stammt beides aus unserer eigenen Feder für die Melodien. Gerade für Like an Eagle war Sven als Sänger hier auch als Komponist verantwortlich. Die Texte mache in der Regel ich. Mhm. Man hört es, also aus Berlin seid ihr nicht, aber wir haben es vorhin schon gesagt, woher genau stammt ihr? Aus dem Vogtland, aus Plauen. Aus Plauen, aha. Es ist ja ganz lustig bei euch irgendwie, ihr habt ja während der Schulzeit schon mal zusammen Musik gemacht, dann habt ihr euch wieder aus den Augen verloren. Durch welchen glücklichen Zustand habt ihr denn nun wieder zueinander gefunden und wann war das? Ja, ich habe einfach mal beim Christian vorbeigeschaut
und dann kommen wir halt wieder so auf die Musik zu sprechen. Und dann haben wir halt mal neue Lieder aufgenommen. Aha. Und damit sind wir dann halt mal so in ein Tonstudio reingegangen. Also es gibt ja sogar eine CD von euch schon auf dem Markt. Wie läuft die so? Verkauft die sich gut oder eher nicht so gut? Also wir sind eigentlich ganz zufrieden. Es ist für uns natürlich jetzt auch erst einmal eine gewisse Anlaufschwierigkeit schon da als Newcomer heutzutage. Ist doch nicht ganz so einfach, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis. So, ich möchte wetten, nach dem heutigen Auftritt bei 1A wird das Ganze auch noch besser werden. Was war denn so bisher euer wichtigster Auftritt, wo ihr gesagt habt, das hat so einen richtigen Schub gegeben? Also unser größter Auftritt war wohl der gewesen, als wir den Studiopreis hier im Hansaton-Studio gewonnen haben. Das war im MDR-Fernsehen. Und hat das jetzt irgendwelche Folgen? Ja, wir haben heute im Hansaton-Studio nun einen Titel fertig gemacht. Aha. Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch positive Folgen für uns haben wird. Ja. Und damit möchten wir gleich noch einen Jonas grüßen. Das ist unser Toningenieur, ja. Macht man noch wegen Gedenke? Ja, ja. Die nächsten Pläne so in näherer Zukunft, was steht an? Was wird geplant? Was ist eigentlich, ach, da wollte ich noch mal fragen. Ihr habt ja mal geplant, ein ganzes Live-Programm zu machen. Wie sieht's aus mit den Plänen? Ja, also wir sind jetzt dabei, Live-Programm live zu bauen, überhaupt. Wann wird's kommen, voraussichtlich? Ja, voraussichtlich Anfang Sommer. Im Sommer, ne? Ist ja nicht mehr lange. Gut, aber einen Titel gibt's noch, was hören wir noch? Das ist Dangerous Moments, das ist auch gleichzeitig der Titelsong unserer CD. Ja, und Ihnen viel Vergnügen. Ich komme. Black Star mit dem neuen Titel. So stehen wir, glaube ich, besser. Ich habe noch eine Frage. Wie sieht es denn aus
mit Schlagermusik. Gefällt dir sowas? Ja, mir persönlich eigentlich weniger. Der 50er Jahre so, als die Deutsche Republik noch in der Pubertät war? Ja, manchmal kann man sich schon die Musik anhören. Na gut, aber Ihnen, meine Damen und Herren, gefällt es vielleicht, denn die Revue, die da heißt, die falschen 50er und die in der Neuköllner Oper läuft, ist neu angelaufen. Da geht es um Schlager der 50er und so weiter und so fort. Das gleich in unserem Tipp. Und was einem Flieger passieren kann, der in der Sahara Not landen muss, das wissen Sie, das erklärt und erzählt die Geschichte vom kleinen Prinzen. Und die gibt es in Portugal.